Hallo Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Stardew Valley. Ich bin euer Prinz und wir schauen uns hier gerade diese Stadt an und mich interessiert das, was dieses Sewer hier sein soll. Es ist abgeschlossen. Okay. Sewer, ist das nicht Brunnen oder sowas? Sewer? Bin mir nicht ganz sicher. Zumindest sieht es noch ein bisschen Brunnen. Ich weiß es nicht. Ich rate jetzt einfach nur wegen des Schildes, sag's ganz ehrlich. Und wir schauen uns hier ein bisschen weiter um und versuchen diese Leute kennenzulernen. Mit den Stimmen lasse ich das jetzt mal bei den Stadtbewohnern, da komme ich nur durcheinander. Oh, ich kann es in deinem Gesicht lesen. Du wirst diese Stadt leben, du wirst es lieben in Pelican Town. Wenn du etwas am Abend machen möchtest, geh zum Saloon, dort arbeite ich. Ist das ein Date? Okay, und ich glaube auch hier werde ich die Tür nicht öffnen können. Aus dem Grund versuche ich es gar nicht erst. Denn das haben wir ja gerade im ersten Video schon mitbekommen. Türen kann man nur öffnen, wenn man mit den Leuten anscheinend befreundet ist. Oh, hallo und herzlich willkommen in unserer kleinen Gemeinschaft, mein Lieber. Du kannst mich Granny nennen, wenn du willst. Ich habe eine Granny. Yay. Oh, bist du nicht der, der gerade hergezogen ist? Ich bin Maru. Ich habe mich darauf gefreut, dich kennenzulernen. Ist da ein Friedhof oder so? Da komme ich von oben nicht ran. Gehen wir erstmal ins Haus hier. Eins der realistischsten Dinge in Adventures. Ich gehe in ein Haus rein. Ich kenne es nicht, aber ich gehe in ein Haus rein. Was haben wir hier? Unsere geliebte Mona. Das sind Grabsteine. Unob dun dugu do puston snob hang o teile na du smolfu lobleb ja blab jab jab jab. Ich hab keine Ahnung, was das heißt. Könnte fast dänisch sein. Jetzt gegen den, Entschuldigung. Im Gegenteil. Ich mag Dänen sehr gern. Ich habe sehr viel mit denen zu tun. Ich weiß auch, dass das kein Dänisch ist, also ja. Elliot! Oh, ein neuer Farmer! Wir sind alle so begeistert. And was so Malfurt has sparked many a conversation? Irgendwas mit keine Ahnung, was er damit meint. Entschuldigung. Wie gesagt, mein Englisch ist okay, sag ich ja mal, aber alles ist dann doch nicht drin anscheinend. Ich bin Elliot. Ich lebe in diesen kleinen, in der kleinen Hütte am Beach, am Strand. Es ist mir eine Freude, dich zu treffen. Ich weiß nicht, warum ich ihn so arrogant darstelle. Er wirkt irgendwie arrogant auf mich und dafür kenne ich ihn noch nicht einmal. Ja, ich bleib verurteilt. So, was haben wir hier? Keine Ahnung, was wir hier haben. Eine Art Schmiede. Von 9 Uhr. Achso, die haben gerade zugesperrt. Schmiede oder sowas in der Richtung. Was haben wir hier? Oh. Hallo, du da! Willkommen in Stardew, in der Stardew Valley Archäologie-Büro. Ach, das ist embarrassing. Wie heißt es denn auf Deutsch? Nicht enttäuschend, sondern peinlich. Der vorige Karoteur-Mate, Besitzer wahrscheinlich, ist abgehauen mit der ganzen Kollektion, also mit der ganzen, ja, mit Kollektion kann man auch Deutschen sagen. Wir haben keine Artefakte mehr zum Herzeigen, aber ich hoffe, dass das bald geändert wird. Wenn du welche Artefakte findest oder Mineralien da draußen, könntest du es mir Bescheid sagen? Natürlich. Ich weiß ja nicht, was das bringt, aber immerhin. Was können wir hier machen? Hier fehlt ein Buch. Oh, und ja, er hat wirklich alles mitgenommen, der vorige Kurator. Ah, Kurator! Ja, das ist das deutsche Wort sogar. Oh, was ist das denn? Ein Teddybär. Ups. Ich bin der Sensenmann. Ich will die Sensen aus der Hand legen. Kann ich das irgendwie? Mal hier. So. Jetzt renne ich nicht mit der Sense schlagend um mich herum. Oh, ich kann den in Mistküben stehlen. Also, stehlen, schauen, suchen.
Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Ich weiß nur, es ist 5:30 Uhr nachmittags. Ah, die linke habe ich schon gesprochen, glaube ich. Und die rechte noch nicht. Kann das sein? Ah ja, Penny, hi. Oh, willst du etwas? Danke. Ah ja, mit der habe ich schon gesprochen, sage ich ja. Die kam mir bekannt vor. Die beiden sind neu. Ich kenne dich nicht. Warum redest du mit mir? Ja, okay. Oh, hallo. Du bist also der neue Typ hier, ha? Huh? Cool. The dog called the dog. Der Hund namens Dog. Bisschen schüchtern, das Vieh anscheinend. Ist das die Granny? Kann ich mit ihr reden? Aber mit ihm hier kann ich reden. Es ist so irritierend, so viele neue Menschen hier zu haben, huh? Name ist Georg, also mein Name ist George. By the way, also so nebenbei. Na, jetzt verschwinde! Okay. Der krantige, der böse, rustikale Mann. Großvater. So, was haben wir hier noch? Noch eine Hütte. Also Hütte ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Das ist ein Wohnwagen. Da läuft der Besitzer anscheinend irgendwo herum. Sie kennen wir, sie kennen wir. Ah, das sind Fragezeichen. Fragezeichen sind gut. Das heißt meistens Quests. Ah, Louis' Geburtstag ist bald und wir haben das Eierfestival sowie den Blütentanz und auch Vincent hat bald Geburtstag. Also, wir haben jetzt schon... Sind das die... 13? Sind das vielleicht nur die wir kennengelernt haben? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Nö. Aber andere Leute haben in diesem Jahr anscheinend keinen Geburtstag. So, wir haben hier einen Laden. Ah, da kann ich sogar mal nach hinten gehen. Das sind wahrscheinlich auch die Ladenbesitzer und Kirche nebenan. Was haben wir hier? Hallo, du musst Prinks sein, der neue Farmer. Ich bin Caroline. Hallo, Caroline. Und wen haben wir hier? Hey, ich bin... hey, es ist Mr. Prinks, der neue Farmer. Ich bin Pierre. Besitzer des generellen Ladens hier. Das, ja, das Ladens hier. Wenn du Samen brauchst, dann ist mein Shop genau der Ort, in den du gehen willst. Ich kaufe auch Produkte von deiner Farm zu einem guten Preis. Na, kann man mal sehen. Er hat nur nicht geöffnet. Und wir haben hier noch einen Brief liegen. An Mr. Pierre. Es schmerzt mir, der Überbringer von schlechten Nachrichten zu sein, aber ich fühle mich verpflichtet, sie zu informieren über die letzten Geschehnisse in ihrer Livelihood? In Gegenwart? Livelihood? Weiß ich gar nicht, was das heißt. Wenn die in letzter Zeit passiert sind in ihrer Gegend oder so. Yoyako, das ist der, das ist den, wo wir gearbeitet haben, hat entschieden, sich nach Pelikan Town zu expandieren. Es ist jetzt zu spät zu protestieren. Joya Arbeiter haben bereits den Grundstein für den neuen Joya Markt gelegt. Das muss eine katastrophale Neuigkeit für sie sein. So viele Jahre im Geschäft, ein lokaler Shop und jetzt, also Standby, also lokales, es lief lokal sehr gut, und jetzt treten sie in den Schatten einer großen, starken, effizienten, ökonomischen Corporation. Was für eine Schande. Als Manager vom neuen Joya-Markt, I feel to... fühle ich mich damit irgendwie verbunden oder verantwortlich mit für ihren Verlust oder so ähnlich. Wie denn auch sei, möchte ich Ihnen eine Position als Assistant Cracer anbieten. Die Gage, also das Gehalt, startet mit 5 Gold pro Stunde.
Ich freue mich, freue mich auf Ihre Antwort. Aha, also anscheinend ist genau die Firma, in der ich gearbeitet habe, dieser Joya Mart, wahrscheinlich einer der größten Firmen in diesem Spiel. Oder die größte Firma in diesem Spiel. Was ist das hier? Als Haar auf Juba. Okay. Hat anscheinend auch einen Verkaufsmarkt, der hier genau diesen Supermarkt hier Konkurrenz machen wird und damit den lokalen Lokal dann natürlich mit Schwierigkeiten bereitet. So, verlassen wir hier die Stadt oder ist es immer noch die Stadt? Gibt es eine Art Karte? Ich habe gar nicht geschaut. Ah, es gibt eine Art Karte. Aha, das Community Center. Da ist auch noch was mit Fragezeichen. Eine Art Mine. Und das ist der Joya-Markt, von dem wir schon gehört haben. Und wir könnten dann nochmal zum Saloon gehen. Der macht in der Nacht auf dann irgendwann. Ich weiß nicht, können wir hungrig werden oder so? Das ist verschlossen. Aha, ein Spielplatz. Ich wette jetzt mal, dass bei der Nacht sehr viele, jetzt häng ich beim Stein, sehr viele in den Häusern sein werden. Oder eben in diesem Saloon. War ich im Saloon drin? Was ist denn der Saloon? Town Square? Ich hatte gerade irgendwo Saloon, ne? Da ist das Saloon. Das ist der Saloon. Das ist der Saloon. War ich da schon drin? Nee, ich bin dran vorbeigelaufen. So, neue, andere Leute. Hi. Ich bin Clint. Hallo, Clint. Der will nicht mit mir reden. Oh, was zum Daddeln. Oh, das können wir sogar spielen. Oh. Ah, ich kann so schießen. Ah, okay, gut. Man muss mir sagen, wie das Spiel geht. Ich kann laufen in die eine Richtung und schießen in die andere. Schauen wir mal, was wir machen können. Da liegt eine Münze. Ich will diese Münze. Gib mir... Ah! Okay, ich bin sehr schlecht in diesem Spiel. Ja, gut. Das lassen wir mal sein. Und hier ist ein Schädel geformtes Schlüsselloch. Nee, danke. Was haben wir hinten? Eine Art Abstellkammer. Und da ist aber irgendwas versteckt an der Seite. Mit dem ich aber jetzt nicht wirklich was anfangen kann. So, dann lernen wir nochmal die restlichen Leute hier kennen. Wen haben wir hier? Ah! Hungrig, durstig! Ich habe... I've got just the thing. Ich habe genau das Richtige. Aber momentan weiß ich nicht. Hab ich Hunger? Habe ich Durst? Ich habe keine Ahnung. Ah, Collections. Crafting. Ich kann Sachen craften, das ist auch gut zu wissen. Das habe ich auch noch nicht gewusst. Okay. Ja, erstmal weiter kennenlernen, die Leute. Hallo, Kid. Ich heiße Pam. So, und jetzt ist der Moment, wo meine Tastatur wieder streikt. So, mit ihr kann ich gar nicht reden. So, warum streikt denn die Tastatur jetzt schon wieder? So. Hallo. Tastatur. Ist die Maus nicht? Ist die Tastatur.
Oh, und hier sind dann Privatgemächer. Hier werden wir sicher auch nicht rein. Oh, doch, können wir reingehen. Aber hier ist nichts Interessantes. Also gehen wir wieder raus. Und das werden die Privatgemächer sein. Ja, genau, da komme ich nicht rein. Solange ich nicht mit dem Barkeeper einigermaßen per Du bin. Aha, hier können wir verschiedene Musik, Lieder einstellen. Okay. Ja, und okay, anscheinend werde ich wirklich müde. Weshalb ich jetzt versuche, den Heimweg anzutreten. Es ist ja auch schon nach Mitternacht. Ich glaube, von hier bin ich gekommen. Und ich habe es nicht geschafft, alle Leute kennenzulernen. Mir fehlen noch 11 Stück. Keine Ahnung, wo die sich jetzt versteckt haben, alle. Aber das werden wir hoffentlich in der nächsten... Achso, muss draufklicken. Am nächsten Morgen herausfinden. Jetzt sagen wir aber einmal gute Nacht. Und schon ist der nächste Morgen da. So, und wenn die meine Tastatur noch richtig funktionieren würde, wäre das ja ganz gut. Oh, und wir haben Post. Hallo. Ich bin gerade erst vom Fishing-Trip zurückgekommen. Du solltest zum, Strand kommen. Wir haben was zu besprechen. Willi. Willi? Willi, Maya. Okay, das war jetzt schrecklich. Maya, Biene Maya, ne? Willi? Maya! Maya! Ja, gut. Ich sollte ausschenken lernen. Das meiste Wasser geht daneben. Das ist auch gleich leer. Jetzt überlege ich gerade, kann ich das hier am Fluss auffüllen? Ja, kann ich. Ja, wunderbar. Was habe ich hier eigentlich alles? Ich habe Steine als Ressource, genauso wie Fasern, Kohle, Holz und dieses Sap. Und ich glaube immer noch, dass Sap Dingens ist. Was habe ich gesagt? Baumharz. Ja, ich denke mal, die anderen werden wir im Laufe der Geschichte kennenlernen. Ich habe keine Ahnung, wo die jetzt alle abgeblieben sind. Aber da wir zum Strand zitiert wurden, gehen wir zum Strand. Ah ja, das ist wahrscheinlich Willi. Schaut nicht aus wie Maya, also wie eine Biene. Ahoi, Sohnemann! Ich habe gehört, dass du der Neuling, dass du, der Boss. Ich habe gehört, da wäre ein Newcomer in der Stadt. Gut, um dich zu treffen. Oder nicht gut, dich endlich zu treffen. Ah! Unwind from a month out of the sun. Ich versuche mich immer noch zu unwind, daran zu gewöhnen, also zu entwöhnen, also daran zu gewöhnen, auf dem Festland zu sein, nach einem Monat auf der salzigen See. Big Hole. Es war ein großer Sieg, ein großer Gewinn. Ich habe viele gute Fische verkauft. Und habe genug gespart, um mir eine neue Angel zu kaufen. Ey, ich möchte, dass du meine alte Fischangel bekommst. Es ist sehr wichtig für mich, dass die Kunst des Angelns am Leben bleibt. Und hey, maybe from the shop once. Vielleicht wirst du was für meinen Shop kaufen. Irgendwann. Angel. Ja, ich habe eine Rod. Ich habe eine Rod, eine Angel. A Bamboo Pole. Also eine Bambus-Angel. Paul, also, ne, so. Stab. Da ist gutes. Hier ist gutes Wasser. Was? Hier ist gutes Gewässer. Das ist immer lustig. Also, es ist gutes Gewässer hier im Dorf. Alle Arten von Fischen.
Oh hey, mein Shop ist da hinten. Ab jetzt offen. Komm doch wenn und kauf etwas, wenn du was brauchst. Ich kauf auch alles, was du fängst. Wenn es schmeckt... If it smells, it sells. Wenn es stinkt, dann verkauft es sich. Ja, im Deutschen geht das nicht so gut. Das ist einer mal von meinen alten Papas. Das ist eins der Sachen, die mein alter Papa immer zu sagen pflegte, ne? Ja, was auch immer. Erstmal eine Pfeife rauchen hier. Ja, ich habe genug Spaß mit mir selber. Aber ich habe eine Angel bekommen. Können wir angeln? Brauchen wir was fürs Angeln? Ah, das war nix. Nochmal. Schwupp. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie wirklich viel weiter rausfliegt, wenn ich länger gedrückt halte. Aber das heißt vielleicht, dass ein Fisch dran ist. Und erst wenn es untertaucht, dass ich dann hochziehen soll. So ist es zumindest bei den meisten anderen RPGs. Hit! Also gefangen! Was? Nee. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Achso, ich soll es da drin halten wahrscheinlich. Halte den Balken auf derselben Höhe wie das Fisch. Ah, so haben wir ihn. Okay, ein Hering. 8 Inch. Ich habe keine Ahnung, was die Umrechnung von Inch auf Zentimeter ist. Ich entschuldige mich da jetzt schon, wenn ich das wissen sollte. Ich weiß es nicht. Aber wir haben einen Hering gefangen. Schauen wir noch was fangen. Angeln macht Spaß. Und noch etwas gefangen. Und auch hier heißt es... Der scheint ein bisschen schwieriger zu sein als der erste. Achso, ich kann gedrückt halten, die Maus. Das ist natürlich wesentlich einfacher, wenn man das weiß. Ah, der ist mir entkommen. Okay, aber gut zu wissen, ich kann jetzt angeln. Gute Gewässer, viel Fisch. Alle Arten von Fisch. Cooking pretty salty, 100%, also 100% Energie, 40% Leben, Gesundheit, so. Und ein Fisch, also nein, ein Punkt auf Fishing Skills wahrscheinlich wird das heißen. Und ich kann ja immer meinen Hering hier verkaufen für 30 Dollar, Gold, was auch immer. Was heißt denn das hier? Ich habe keine Ahnung, was das hier für Symbole sind. Mit dem Seil kann ich nichts machen. Ist hier unten noch etwas anderes vielleicht? Eine Kiste, aber da ist nichts drin. Okay, damit haben wir auch hier eine Vielzahl an Sachen. Was ist das? Anscheinend viel Schrott, also Treibgut, das angeschwemmt wurde. Was das da ist, habe ich noch keine Ahnung. Aber die Muschel da schaut interessant aus. Ich habe eine Muschel! Oh mein Gott, und noch mehr Muscheln. Nein, nicht angeln, Muscheln. Ach. Geh mir nicht auf die Muschel. So, muss näher ran. Da kann man schon Feuer machen. Und hier ist dann Elliot oder Elliots Freunde. 300 Stücke Holz. Ich habe jetzt erst ein Zehntel davon. Aber 300 Stück an Holz sollten das machen. Und mein Inventar ist voll. Das ist schlecht. Ich werde einmal... den glaube ich kennen wir noch nicht. Kennen wir dich? So, wie war dann... Achso, das ist der Bürgermeister. Louis! So! Wie war deine erste Nacht in dem alten Schuppen? Ich weiß, Schuppen stimmt nicht, aber mir ist gerade das... Mir fallen die Worte nicht immer ein. Kennen wir dich schon? Hallo? Ah, Haley! Oh! Bist du der neue Farmer, Junge? Bist du das nicht? Ja, doch bin ich! Hallo! Hä? Hallo! Hallo, hallo, hallo! Oh, da war ja noch der... Nicht der Erste-Hilfe-Laden, sondern, das Krankenhaus anscheinend. Oh, ist wirklich ein Krankenhaus.
Da können wir bestimmte Sachen kaufen. Was haben wir hier? Evelyn! Nimm mein Ehemann George nicht so oder beachte ihn gar nicht. Er ist nicht besonders freundlich zu Fremden. Ist okay, haben wir gemerkt. So, da oben sitzt er noch mehr. Wer sitzt denn da? Also Harvey, der Doktor, den haben wir ja schon kennengelernt. Einer der ersten. So, und ich wollte hier einmal noch mal kurz zurück zur Farm. Denn ich würde gerne ein paar Sachen einlagern. Und... Oh, was ist das da? Würmer, aber mit denen kann ich nichts machen. Und die Bus. Und die Bus. Was haben wir hier? Außer Betrieb. Ich wette, wir können später diese... Kann ich nicht machen. Kann ich alles gerade nicht mitnehmen. Wir können später dieses Minen... Ja, das sind eh die Minen nämlich. Und ich glaube, dass dann vielleicht wir so eine Direktanbindung haben hier zu der Bushaltestelle. Dass wir dann vielleicht Leute arbeiten lassen können für uns, die dann... Wo gebe ich das am besten hin? Die dann vielleicht ständig Steine zu uns bringen. Irgendwie sowas in der Richtung. Das wäre möglich. So, ich habe gesehen, wir können... Nee, da nicht. Ich habe gesehen, wir können Crafting. Und ich habe gesehen, wir können eine Chest bauen. Dafür brauche ich aber mehr Holz. Kurz vor Gatter. Aha, okay. Aber um mehr Holz zu kriegen, daran soll es nicht scheitern. Wir können auch noch ein paar Bäume fällen. Und ich sehe da gerade links eine Höhle. Und die interessiert mich dann jetzt doch ein bisschen mehr. Und hier ist auch nochmal so ein grünes Ding. Also bisher habe ich ja nur immer das Blaue gesehen. Jetzt sehe ich auch zum ersten Mal dieses grüne Ding hier. Keine Ahnung, was es ist. Aber das werden wir hoffentlich herausfinden. Vorher allerdings... Craften wir hier einmal diese Truhe. Und hier können wir dann das ganze Zeug reingeben, was wir erstmal nicht brauchen. Ich tue mal alles mal reingehört, was wir gerade wirklich nicht brauchen. Und wie war das? 300, oh, da links steht auch noch was. Eine Art, das sieht aus wie eine Bahn, also ein Schuppen, also eine... Nee, Schuppen ist das falsche Wort. Ja, genau. Eine entweder unfertige oder heruntergekommene... Heißt denn das auf Deutsch? Bahn? Ja, Schuppen? Kann ich damit irgendwas machen? Was immer es war, es sind jetzt nur mehr Ruinen. Aber was mich interessiert hier auch ist, was diese Höhle hier ist. Okay, die Höhle ist eine Höhle. Aber kann ich da vielleicht zum Beispiel... Schaut nicht so aus. Nee. Also keine Ahnung, was mit der Höhle auf sich hat. Das wird sich vielleicht im Laufe des Spiels noch zeigen. Und hier haben wir noch einen Durchgang. Ich habe angefangen, mich erschöpft zu fühlen. Das ist aber gar nicht gut. Dann essen wir das hier mal und kriegen dafür ein bisschen mehr Energie. Ah, wo bin ich denn jetzt gelandet? Wo bin ich denn? Da oben bin ich. Ah, wir sind einmal drumherum gelaufen. Das ist ja nett. Und wenn ich es nicht besser wüsste, und ich weiß es nicht besser, sieht das so ein bisschen aus wie ein Holzfällerhaus, aber auch nur wegen der Säge, hätte ich jetzt gesagt, die vorne an der Tür war. Und hier im Keller ist auch jemand.
und ich bin nicht genug mit Sebastian befreundet, um in sein Haus reinzugehen. Tja, das ist in seine Wohnung. Und da steht noch einer. Hallo du! Grüße, ich bin Demetrius, der lokale Wissenschaftler und Vater. Danke, dass du dich selber vorgestellt hast. Okay, das war's erstmal für dieses Video. Ich danke fürs Zuschauen, freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Danke, bis zum nächsten Mal. That's Geraldine's routine. Lift those puppies off the ground. Swing those hips and shake them down. It's red, it's red, it's magic, yes. That's Geraldine's routine.